Und damit herzlich willkommen zurück zum FIFA 16 Karrieremodus. Wir sind am letzten Spieltag angelangt. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind aufgestiegen am letzten Spiel. Also im letzten Spiel haben wir es dann endlich gepackt. Durch den Sieg gegen Union Berlin haben wir den Aufstieg perfekt gemacht und stehen nun auf Platz 1. Aber es steht noch dieses eine Spiel an, das über eine Menge entscheiden kann, nämlich. Es geht erstens um die Relegation Bochum oder Union Berlin. Wer macht das Rennen? Ich denke nicht, dass Bochum es noch irgendwie schafft, an Düsseldorf vorbeizuziehen, denn ihr seht selber, die Tordifferenz spricht eindeutig gegen die Bochumer. Aber wir können diesen Titel noch holen. Wir können die zweite Liga gewinnen. Mit einem Sieg sind wir sicher Meister. Mit einem Unentschieden müssen wir auf einen Patzer der Düsseldorfer hoffen. Aber dazu dann gleich im Spiel ein bisschen mehr. Ich habe mir das mal so vorgenommen, so wie im letzten Part. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dass ich da mal zwischendurch immer die Blitztabelle so eingeblendet habe. Das habe ich mir vorgenommen, das mache ich jetzt auch an diesem Spieltag, denn das ist nun mal der letzte Spieltag. Und da ist immer eine Menge los. Ein Tor kann die ganze Tabelle drehen. So, und bevor wir jetzt das Spiel angehen, habe ich auch noch einen Spieler, der in den Kommentaren geschrieben wurde, und zwar für die Linksverteidigerposition Marian Saar. Ne, Innenverteidiger ist er. Von Borussia Dortmund. Der wurde sich gewünscht und den lassen wir mal beobachten. Wir werden nochmal eine Anfrage losschicken und mal schauen, was denn unser Scouts rausfindet, beziehungsweise was die Dortmunder dazu sagen. Denn wir können ja mittlerweile für Liga 1 planen. Das ist schon mal sicher. Und wir schauen nochmal in die Aufstellung, in die möglicherweise Meistermannschaft von der Saison 2015-2016. Auf jeden Fall eine Aufsteigermannschaft. Ja, was wollen wir machen? Wollen wir mal, ich würde sagen, Almut hat auch eine Chance geben. Nehmen wir mal Bohl. Weil Grote, würde ich sagen, könnten wir sogar als Linksverteidiger benutzen. Das wäre gar nicht mal so dumm. Weil im Spiel wird er mir nämlich mal angezeigt. Wenn ich auch hier drücke, dann wird er mir direkt hier angezeigt. Weiß ich nicht. Also, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Er hat seine Sache gut gemacht. Wir bringen mal wieder Zlatko Janic. Und ich glaube, den Rest lassen wir dann so. Obinna wird vielleicht noch seine Chance bekommen und mit dieser Aufstellung gehen wir dann in das Spiel. Also wenn ihr Transferwünsche habt, wenn ihr möchtet, dass ich mal irgendeinen Spieler beobachte, den wir uns mal genauer anschauen, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann kann ich darauf möglicherweise auch eingehen, wenn es machbar ist, wenn es auch sinnvoll für den Verein ist. Das müssen wir dann zusammen entscheiden, glaube ich. Da haben wir dann nächste Saison noch eine Menge Zeit für. So, Schauer muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir machen mal Heiter. Heiter ist schön im Fritz-Walter-Stadion und Steffen Schwurbel leitet diese Partie, die möglicherweise uns zur Meisterschaft führen kann. Zum Meister der zweiten Bundesliga. Das ist noch unfassbarer als überhaupt der Aufstieg, dass wir die Chance haben, am letzten Spieltag noch Meister zu werden. Aber für uns ist es ja nicht mehr so wichtig, denn es geht noch um einiges mehr. Es geht um die Relegation. Und darüber möchte ich euch dann auch auf dem Laufenden halten. Ich persönlich weiß es jetzt im Moment nicht genau, wenn da jetzt ein Tor fällt, was da jetzt genau passiert. Aber ich werde mich danach heransetzen und dann immer die Tabelle einblenden, damit ihr auch genau wisst, was sich hier, nämlich hier verändert an dieser Tabelle. Union Berlin oder Bochum. Vielleicht übersehe ich auch das ein oder andere Ergebnis. Das kann passieren. Aber hinterher beim Schneiden werde ich es dann auf jeden Fall merken. Auf jeden Fall, natürlich. Und wir schauen eine Statistik. Zlatko Janic ist immer noch der beste Top-Tor, also der Top-Torschütze ist er. Der beste Torschütze der zweiten Bundesliga. Nicht Scheidhauer. Auch wenn er eine gute Saison spielt. Und hier Kaiserslautern. Mit dieser Aufstellung geht es ins letzte Ligaspiel. Das sind einige bekannte Namen, auch Jean Zimmer, der ja jetzt einen Vertrag bei dem VfB Stuttgart unterschrieben hat, jedenfalls im echten Leben. In FIFA weiß ich das nicht, glaube eher nicht. Aber es geht für ihn nach Stuttgart.
Und hier schauen wir unsere Aufstellung an. Keine Veränderung. Doch, eine. Quatsch, natürlich eine Veränderung. Zlatko Janic kommt wieder zurück. Aber er wurde ja gut ersetzt, deswegen fällt das gar nicht so sehr auf. Denn Patrick Pflücke macht das sehr gut. Steffen Schwobel leitet diese Partie, die letzte der Saison. Und wir hoffen auf einen guten Ausgang für uns. Und gleich wird die Partie freigegeben. Die letzten 90 Minuten dieser Saison beginnen im Fritz-Walter-Stadion. Fälscher mit Caudino. Und ich glaube, Kaiserslautern steht ja weiter unten. Deswegen weiß ich nicht. Also wir sind ja Favorit. Und für uns geht es ja eigentlich nicht mehr um so viel. Sind wir ehrlich, Meister oder nicht? Das ist zwar ganz schön, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das ist dann nicht mehr gut am Ende, wenn wir das nicht schaffen sollten. Aber da habe ich aber auch vielleicht einen Foul gesehen, Schiedsrichter. Naja, wir haben ja den Ball zurück. Scheidhauer kriegt den Pass nicht in die Mitte. Da oben sehe ich ein Tor, aber nicht wirklich relevant für das Aufstiegsrennen, für den Kampf um die Relegation bzw. um die Meisterschaft. Es hört sich schön an, wenn wir darüber sprechen können, dass wir um einen Titel spielen. Und die Chance! Und da ist die erste Chance für den ersten FC Kaiserslautern. Die natürlich im letzten Heimspiel der Saison auch nochmal einen starken Auftritt hier hinlegen wollen. Total verständlich. Die es auch nochmal dem Aufsteiger zeigen wollen. Ganz klar. Kaiserslautern ohnehin eine Mannschaft mit hohen Ansprüchen. Diese Saison sind sie dem nicht gerecht geworden. Haben hier nichts mit dem Aufstieg zu tun in dieser Saison. Auch in echt. Da ist sich FIFA und die Realität sind sich da mal einig. Löwe. Jensen. Kaiserslautern bestimmt bisher das Spiel. Chanturia. Außen geht Fälscher. Aber der Pass kommt nicht an und deswegen gibt es hier nicht die Chance zum möglichen 0:1 aus unserer Sicht. Zimmer, der ist stark. Das wissen wir. Spielt ja auch in der Nationalmannschaft, jeweils in den U23, glaube ich, spielt er. So, jetzt Chanturia erstmal vorbei am Gegenspieler. Aber der Pass, warum spielt er nicht ab? Ich habe auf die Passtaste gedrückt, aber es ging scheinbar nicht. Es ging scheinbar nicht. Gut gemacht von Meißner. Kommt er nicht mehr zwischen. Allgemein, unser Auftritt ist bisher nicht so überzeugend. Freistoß für Kaiserslautern. Ich habe noch keinen Zwischenstand oben gesehen. Daher glaube ich bisher keine großartige Tabellenveränderung. Aber wir haben ja auch gesehen, es wird nicht jedes Ergebnis angezeigt. Also ich kann euch auch nur das zeigen, was hier eingeblendet wird. In einer kleinen Tabelle. Und bisher wissen wir von nichts. Bormheu. Wolze. Ich habe übrigens auch, wollte ich gerade nochmal sagen, weil ich hatte gelesen, Engin. Sollte ich auch mal von Anfang an spielen lassen, habe ich mich bewusst dagegen entschieden, weil ich einfach glaube, dass wir nicht einfach alle jungen Spieler reinwerfen sollten. Den können wir ruhig im Hintergrund ein bisschen Spielpraxis geben. In der ersten Liga wird es ohnehin schwierig für manche. Da müssen wir schauen, wie der Kader überhaupt nächste Saison aussieht, was wir da genau machen. Und da oben, das ist doch das erste Mal, dass die Tabelle sich oben verändert. Bochum führt 1:0, im Moment sicher in der Relegation, da kann passieren, was will. Da kann Union Berlin auch mit 10:0 gewinnen, das bringt ihnen gar nichts. Und die Chance hier für
Kaiserslautern für die Roten Teufel. Durch Jensen. Unser Spiel gefällt mir nicht. Wir spielen sehr lasch. Also es ist keine Spannung wirklich drin. Und das ist genau das, was ich nicht wollte. Denn wir haben ja hier noch eine Aufgabe zu erfüllen. Und jeder steigt lieber mit der Meisterschaft auf, als nur über Platz 2. Das ist ja ganz klar, wenn man die Chance hat. Ah, wenn der Pass durchkommt, dann ist es natürlich gefährlich, aber so ist es keine Gefahr. Starker Pass von Stöger, Wolze in der Mitte. Janic, zu langsam. Im Moment einfach einen Schritt zu langsam. Unsere Offensivspieler, die Defensive läuft eigentlich ganz gut. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wenn ich es gerade sage, dann passiert natürlich sowas. Und es gibt die erste Ecke dieses Spiels in der 44. Minute in einem Spiel, das nicht besonders spannend ist. Da bin ich mal ganz ehrlich. Es lebt von der Tabellenkonstellation. Und ich bin froh, dass wir in diesem Spiel nicht dazu verdammt sind zu gewinnen. Und erstmal weg. Gleich in der Halbzeit können wir uns auch mal die Tabelle anschauen. Tabelle sage ich schon, die Zwischenstände. Meißner. Und jetzt ist Halbzeit 0:0. Geht's in die Pause. Wir schauen, auf welchem Platz stehen wir. Wie steht's in Düsseldorf? Haben sie überhaupt ein Heimspiel? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wie steht Düsseldorf gerade? Wir schauen mal rein. So, wir sehen. Düsseldorf liegt 0:1 hinten gegen RB Leipzig. Damit sind wir im Moment Meister der zweiten Bundesliga. VfL Bochum führt 1:0 gegen den FSV Frankfurt und Union Berlin. Wo sind denn die Berliner? 0:0 gegen Bielefeld. Direkt darüber. Also, ich fasse zusammen. Erster Duisburg. Zweiter Düsseldorf. Dritter Bochum im Moment. Und auf Platz 4, den Platz, den keiner haben möchte, Union Berlin. Ah, mein Gott, was sind denn das für Pässe? Das war aber jetzt auch nicht gut gemacht von mir, muss ich ehrlich sagen. Ihr seht das ja immer mal wieder, so ein paar Konzentrationsschwächen dabei. Und in Düsseldorf fällt das 0:2. Also Leipzig könnte hier entscheidend im Aufstiegsrennen, im Meisterschaftsrennen mitwirken. Und dann sehen wir vielleicht hier am Ende noch eine Pokalübergabe. Das wäre natürlich sehr geil. Denn wenn Leipzig gewinnt gegen Düsseldorf, dann ist es egal, was hier passiert. Dann sind wir Meister. Ja, die nächste Chance. 52. Minute. Jensen. Aber wir hatten noch nicht eine Torchance. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt ein paar Tage Pause gemacht mit FIFA. Mein Gott, und man sieht es aber auch. Meine Güte. Man sieht es aber auch extrem. Da ist man einmal raus und dann war vielleicht ein Fehler, jetzt eine kurze Pause zwischen den Aufnahmen zu machen, aber keine Entschuldigung. So, John Zimmer. Vielleicht können wir auch gleich mal auswechseln. So. Chris Löwe jetzt wieder über außen. Pässe kommen aber auch alle an bei Kaiserslautern. Ah. Ja, das ist ein Foul von Kevin Scheithauer. Ist eindeutig. Und es gibt die gelbe Karte. Gelbe Karte für Scheithauer. Ich stelle mal auf offensiv. Einfach, wir haben ja nichts zu verlieren. Leipzig führt souverän in Duisburg. Auch hier wieder zu langsam. Einfach einen Schritt zu langsam. Und auch da. Also Düsseldorf verspielt offensichtlich die Meisterchance im Heimspiel, im letzten Heimspiel der Saison. Und da sehe ich jetzt keinen, der richtig mitläuft. Und es kommt wieder ins Stocken, das Ganze. Aber jetzt vielleicht. Ah, das ist eine schlechte Ballannahme.
Und ich glaube auch, dass ein bisschen die Spannung raus ist bei unseren Spielern. Das liegt nicht nur an mir. Da sind die einige Sachen nicht mehr so, wie man das gerne hätte, wie ich mir das vorstelle. Wie es im letzten Spiel noch der Fall war. Bei diesem Sieg gegen Union Berlin. Oh, der Pass war stark, aber... So, Kaiserslautern hat schon gewechselt. Aber der Pass war ja auch unglaublich schlecht. Wir wechseln mal aus. Ich denke, da können wir noch ein bisschen was verbessern. Engin kommt mal rein. Für Stöger. Obinna geben wir eine Chance. Scheiterbaum muss nicht noch vom Platz fliegen. Und Albutat kriegt auch noch seine Chance. Ist ja ohnehin die Frage, was machen wir am Ende der Saison? Albutat, also beziehungsweise Anfang nächster Saison. Was machen wir da? Verleihen wir ihn? Er hat ja öfter schon gesagt, er würde gerne mehr spielen, aber nicht, dass er jetzt den Verein dauerhaft verlassen möchte, sondern nur per Laie. Und das ist sicherlich eine Sache, über die man reden kann. Aber wir müssen wirklich schauen, wie der Kader nächste Saison aussieht. So, ich habe noch keine neuen Informationen aus Bochum. Das heißt, im Moment gehen wir davon aus, dass der VfL 1:0 führt. Ring. Freistoß wegen Handspiel hat der Schiedsrichter da gepfiffen. Und noch 13 Minuten, bis dieses fürchterliche Spiel ein Ende hat. Oh, das ist aber total schlecht geklärt. Und dann haben wir noch Glück. Eigentlich kann man sagen, dass Kaiserslautern in diesem Spiel deutlich mehr machen muss. Weil wir spielen unglaublich schlecht und Kaiserslautern macht nichts aus dem Platz, den wir geben. Vielleicht Obinna jetzt mal mit einer richtig unverdienten Führung. Vielleicht gleich noch, aber erstmal Ecke. Ecken sind ja bisher nicht so unsere Disziplin. Und wo sage ich, kaum sage ich das, Tor. Und damit Meister 2016. MSV Duisburg-Bomheuer macht das Tor. Und das ist der Jubel zur Meisterschaft. Und es ist total unverdient. Das ist der erste Torschuss im ganzen Spiel. Schauen wir nochmal drauf, auf dieses Tor. Total frei köpft er da das Tor. Und da gibt es nichts mehr zu halten für den Torwart. Das müsste das erste Saisontor sein. So ist es, das erste Saisontor für Bomheuer. Und es ist wirklich in dieser Saison, es läuft alles für uns. Es läuft alles für uns. Jetzt nochmal der FC Kaiserslautern. Stell mal auf defensiv. Das war ohnehin eigentlich unsere Haltung in diesem Spiel bisher. Denn viel nach vorne ging ja nicht. Zimmer. Noch 3 Minuten, dann ist es vorbei. Dann sind wir Meister. Denn mit einem Sieg müssen wir nicht mal auf die anderen Ergebnisse schauen. Dann sind wir ohnehin Meister. Ganz egal, wie Düsseldorf spielt, ob sie jetzt noch dieses 2:0 umgebogen haben oder nicht. Dann sind wir durch. Zimmer. 4 Minuten Nachspielzeit. Und wir können Meister werden. Wir sind fast Meister. In 2 Minuten ist es dann offiziell. Gaudino. Guter Pass auf Obinna. Kommt er da ran? Und das war's. Und der MSV Duisburg ist damit Meister der zweiten Fußball-Bundesliga und steigt auf in die Fußball-Bundesliga, in die Erstklassigkeit. Kaiserslautern hat, glaube ich, in diesem Spiel nicht viel verloren. Waren ohnehin gerettet. Aber es ist eine enttäuschende Saison für die Roten Teufel. Und wir
stehen ganz oben. Und wir schauen uns jetzt nochmal diese Pokalübergabe hier an. Da sehen wir die Schale der zweiten Fußball-Bundesliga. Also, wir wissen aber noch nicht, wer ist jetzt aufgestiegen und wer nicht. Das können wir uns gleich alles nochmal kurz anschauen. Und unser Kapitän Meißner bekommt jetzt gleich die Schale. Meister MSV Duisburg, verdientermaßen holen wir die Schale, wenn auch nicht in diesem Spiel mit dem Sieg, wenn er nicht verdient war, aber ist egal. Diese Saison läuft einfach alles für uns und die Meisterschaft ist im Endeffekt auch verdient, weil wir einfach eine überragende Rückrunde gespielt haben und wir enge Spiele gewonnen haben. Und so jubeln wir in Kaiserslautern und feiern diese überragende Mannschaftsleistung. Das war kein Erfolg von Einzelspielern, das war ein Teamerfolg. Und in jedem Spiel war es eng. Das ist ganz schön provokant, was wir da machen. Vor den Kaiserslautern-Fans die Schale hochzuheben. Sehr provokant, möchte ich mal behaupten. Sowas möchte ich nicht sehen hier eigentlich. Und da steht es nochmal, zweite Bundesliga-Meister. Also wir verabschieden uns mit der Meisterschaft aus unserer ersten Saison. Wir hatten mehr Torschüsse, muss man sagen. Wir hatten mehr Torschüsse als Kaiserslautern und nur 39% Ballbesitz. Schauen wir auf die Endergebnisse. Bochum in die Relegation, Union Berlin gewinnt zwar, aber Bochum geht in die Relegation. So, das interessiert uns nicht. Saar möchte, nee, möchte auch nicht. 50.000 nur. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal einen Cut, weil dann gehen wir nämlich im nächsten Part einmal in so einen Saisonabschluss und danach gehen wir in die neue Saison. Wir schauen nochmal auf die Tabelle und ich sage einfach, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und wir sehen uns in der nächsten Folge zum großen Saisonabschluss mit dem MSV Duisburg. Bis dann, ciao.